August 1914, Kriegsausbruch in Europa. Überall melden sich Hunderttausende von Freiwilligen in den Kasernen, um als Soldaten für ihr Vaterland zu kämpfen. Die Begeisterung für den Krieg ist groß. Jubel auch in Deutschland. Nationales und militaristisches Denken sowie der Glaube an einen schnellen Sieg treibt die Menschen zu den Waffen. Zu Beginn des Krieges ist die Zuversicht besonders des deutschen Generalstabs auf einen Sieg grenzenlos. Man glaubt, innerhalb von 20 Tagen den Krieg an der Westfront beenden zu können. In einer traditionellen Entscheidungsschlacht soll Frankreich vernichtend geschlagen werden. Diese Einschätzung der Lage lebt auch im Bewusstsein der Soldaten. Ausflug nach Paris. Auf Wiedersehen auf dem Boulevard. Mit solchen Parolen fahren die Soldaten zur Front. Doch die Ereignisse entwickeln sich anders als erwartet. Erstmals in der Geschichte des Krieges stehen sich gleich starke Riesenheere gegenüber, denen es nicht gelingt, die Entscheidung in einer offenen Feldschlacht herbeizuführen. Der Vormarsch der deutschen Reichswehr kommt bald ins Stocken. Die Fronten erstarren. Man beginnt mit dem Bau von Schützengräben, denn keine Seite will einen Meter ihrer errungenen Stellungen preisgeben. Das ist die Geburtsstunde des modernen Krieges. Der moderne Krieg begann mit einer militärischen Pattsituation, aus welcher es nur zwei Auswege gab. Der eine Weg hieß Rückzug und Einstellung der Kriegshandlungen zum Zwecke von Friedensverhandlungen. Wie wir wissen, wurde dieser Weg nicht beschritten. Die Überheblichkeit nationalen Denkens und die Angst vor einer internationalen Blamage standen der Idee einer diplomatischen, friedlichen Lösung des Konflikts entgegen. Deshalb blieb nur der zweite Weg. Und der bedeutete, dass man den Feind mit allen Mitteln an Mensch und Material, die eine moderne Industrienation zur Verfügung hatte, niederringen musste. Der Krieg wurde so zu einer großen Vernichtungsmaschine. Nicht mehr Mann gegen Mann wurde der Krieg geführt, sondern Technik gegen Technik, Material gegen Material, Ressourcen gegen Ressourcen. Der Einzelne wurde auf dem Schlachtfeld unwichtig. An seine Stelle trat eine moderne Kriegsmaschinerie, die zur totalen Mobilmachung aller gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kräfte für den Krieg führte. Dies geschah nach dem Patt des Stellungskrieges in drei Etappen und betraf drei wesentliche Bereiche. Erstens ging es um die Mobilmachung der Wirtschaft für den Krieg. Der zweite Schritt war die Mobilmachung von Wissenschaft und Technik. Und als letzter Schritt folgte die Mobilmachung der zivilen Bevölkerung. Schon in den ersten Wochen und Monaten zeichnete sich ab, dass der Stellungskrieg Unmengen an Munition und Waffen erforderte. Im Oktober 1914 sind in Deutschland fast alle Reserven an Munition aufgebraucht. In dieser Situation wäre der Krieg verloren gewesen, hätten nicht bei Ausbruch der Kriegshandlungen zwei Zivilisten militärwirtschaftlichen Weitblick bewiesen. Sie organisierten die Mobilmachung von Mensch und Material. Es waren Walter Rathenau, Chef der Firma AEG, und sein AEG-Mitarbeiter Wichard von Möllendorf, die schon Anfang August 1914 erkannten, dass Deutschlands Waffen- und Munitionsindustrie in Abhängigkeit von ausländischen Rohstofflieferungen stand. Auf Rathenaus Initiative hin wurde in den nächsten Wochen eine Rohstoffabteilung im Kriegsministerium ins Leben gerufen. Aufgabe der Kriegsrohstoffabteilung war es, alle vorhandenen Rohstoffreserven zu registrieren und sie weitgehend für die Kriegsindustrie zu reservieren.
Das Kriegsministerium verfügte, dass Rohstoffe nur noch jene Wirtschaftszweige erhalten sollten, die direkt oder mittelbar an der Rüstungsproduktion beteiligt waren. Auf diese Weise wurde die Industrie gezwungen, in die Rüstungsproduktion zu investieren. Die deutsche Wirtschaft wurde also in den Dienst des Krieges gestellt. Damit war der entscheidende Schritt zur Mobilisierung der Wirtschaft für den totalen Krieg gemacht. Auch wenn anfänglich Widerstand bei Industriellen und Unternehmen gegen diesen planwirtschaftlichen Eingriff des Staates in den freien Markt vorhanden war, begann man mit der Umwandlung. Am 24. Juli 1915 schreibt Karl Duisburg von den Bayerwerken in Leverkusen an den Oberst Max Bauer. Zitat: Sehen Sie jetzt einmal, wie es hier in Leverkusen aussieht, wie die ganze Fabrik umgekrempelt und umorganisiert ist, wie wir fast nichts mehr als Kriegslieferungen ausführen, so würden Sie als Vater und Anstifter dieser Fabrikation Ihre helle Freude haben. Das Problem der Abhängigkeit der deutschen Kriegswirtschaft von ausländischen Rohstofflieferungen ließ sich durch die Schaffung einer Kriegsrohstoffabteilung nur aufschieben. Wo Rohstoffe fehlten, mussten sie so weit wie möglich durch synthetische, das heißt künstlich hergestellte Rohstoffe ersetzt werden. Auch dies hatte Rathenau frühzeitig erkannt. Auf seine Initiative hin wurde dem Chemiker Fritz Haber im Kriegsministerium ein Büro eingerichtet. Schon Monate später erweiterte man das Büro Haber zur Chemiesektion in der Kriegsrohstoffabteilung. Schon vor dem Kriegsausbruch war es den Chemikern Haber und Bosch gelungen, das für die Munitionsherstellung wichtige Salpeter durch synthetischen Stickstoff aus der Luft zu ersetzen. Mit Ausbruch des Krieges wurde nun Haber damit beauftragt, die synthetische Herstellung von Salpeter zu organisieren. Mit Hilfe staatlicher Gelder wurden Großanlagen gebaut. Damit waren die industriellen Voraussetzungen für die Munitions- und Waffenproduktion geschaffen. Der Krieg konnte mit unverminderter Härte weitergeführt werden. Aus ihren geschützten Stellungen heraus begannen die Kriegsgegner nun mit einer unvorstellbaren Materialschlacht. Der Nachschub brachte immer mehr Kriegsgeräte und immer mehr Menschen an die Front. Das war Teil einer neuen Strategie, der Ermattungsstrategie. In einem Brief aus dem Jahre 1916 beschreibt ein Soldat die Materialschlacht um Verdun. Auf die Sekunde pünktlich brüllten 1200 Geschütze auf. Noch nie gab es das. Stundenlang geht das so. Wir schießen, schießen, schießen ohne Unterbrechung. Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr steigert sich unser Artilleriefeuer zum Trommelfeuer. Die Hölle bricht los. Der Lärm ist unbeschreiblich. Die Ermattungsstrategie zielte nicht nur auf die Erschöpfung des gegnerischen Kriegsmaterials, sie richtete sich auch gegen das Material Mensch. In einem Brief aus dem Jahre 1916 beschreibt ein französischer Soldat seine Ängste. Wenn man von Ferne das Pfeifen hörte, so zog sich der ganze Körper zusammen, um der maßlosen Gewalt der Explosionswellen standzuhalten. Durch die Kugel zu sterben, scheint nicht schwer. Dabei bleiben Teile unseres Wesens unversehrt. Aber zerrissen, in Stücke gehackt, zu Brei zerstampft zu werden, ist eine Angst, die das Fleisch nicht ertragen kann. Und darin liegt im Grunde das große Leiden unter Artilleriebeschuss. Die massenhafte Vernichtung von Menschen durch anonyme, unsichtbare Kriegsmaschinen. Das war die grausame Wahrheit des neuen Krieges. Waffen wurden erfunden und eingesetzt, die einzig und allein dazu dienten, den Gegner psychisch und physisch zu vernichten und die Stagnation des Stellungskrieges zu überwinden. Zum Beispiel das Giftgas. Auf Anfrage des Kriegsministeriums empfahl der Chemiker Haber Chlorgas. Am 22. April 1915 wurde der erste Gasangriff durchgeführt. Und auch Flammenwerfer kamen zum Einsatz. Die Verbrennung und Vergasung des Gegners gaben dem Krieg neue, ungeahnte Dimensionen. Das Inferno der Kampfhandlungen, wie der Anblick vieler erschossener oder verstümmelter Kameraden, ließ viele verzweifeln. Und manche wurden psychisch krank. Nervenkrank, wie man damals sagte.
In den Schützengräben warteten die Soldaten angespannt auf Aktionen des Gegners. Fern von der vertrauten Heimat, abgeschnitten von den meisten Informationen, fühlten sich die Soldaten zusehends hilfloser. Die militärische Führung sah sich deshalb gezwungen, mit Gegenmaßnahmen positiv auf die Moral der Truppe Einfluss zu nehmen. Das war dringend notwendig, denn nicht nur der Grabenkrieg, sondern auch lähmender soldatischer Alltag in den Schützengräben erwies sich als ein psychologisches Problem. Die Militärs setzten eine Propagandamaschinerie der psychologischen Kriegsführung in Gang. Die Feldpostkarte wurde eingeführt. Die Absicht der Reichswehr war es, engere Kontakte zwischen den Soldaten an der Front und der Heimat zu schaffen. Durch intensiven Briefkontakt zu engsten Verwandten und Bekannten sollte die Kampfmoral gestärkt werden. Eine besondere Idee zur Erleichterung des soldatischen Alltags im Schützengraben hatte der Mitarbeiter der Elektrofirma Telefunken, Hans Bredow. Bredow funktionierte militärisches Funkgerät zu Radiosendern um. Unterhaltungsmusik und Nachrichten aus der Heimat sollten die Verlassenheits- und Einsamkeitsgefühle der Soldaten auffangen. Doch diese ersten Radiosendungen wurden sehr bald von der Heeresleitung verboten. Begründung: Zweckentfremdung und Missbrauch von militärischem Gerät. Mit der Schaffung der Kriegsrohstoffabteilung im Kriegsministerium war ein erster Schritt in Richtung totaler Krieg gemacht. An die Stelle der freien Wirtschaft trat eine Art staatlich gelenkte Planwirtschaft, die sich einzig an den Erfordernissen des Krieges orientierte. Die Wirtschaft wird durch die Einführung der Rohstoffkontrolle dazu gezwungen, auf Kriegswirtschaft umzustellen. Das Kriegsministerium wird zum Leitungsorgan einer staatlich gelenkten Wirtschaft. Aber nicht nur die Wirtschaft wird zur Mobilisierung aller ökonomischen Kräfte umstrukturiert. Der Kriegsverlauf führt dazu, dass auch Wissenschaft und Technik in den Dienst des Krieges gestellt werden. Auch dies ergab sich aus der neuartigen Situation des Stellungskrieges. In den ausgebauten Schützengräben erwarteten die Soldaten die Angriffe des Feindes. Doch, soweit das Auge reichte, nirgendwo waren feindliche Truppen zu sehen. Jede Seite hatte sich in ihren Schützengräben verschanzt, um sich den Blicken des Gegners zu entziehen. Der Erste Weltkrieg war zu einem Kampf gegen einen unsichtbaren Feind geworden. In dieser verfahrenen Situation mussten neue Kriegstechniken entwickelt werden. Und das hieß zunächst einmal, Techniken entwickeln, um sich vom unsichtbaren Feind Informationen zu beschaffen. Die deutschen Militärs stützten sich dabei auf Überlegungen, die der General Schlieffen Jahre zuvor angestellt hatte. Schlieffen schrieb 1909: Der Feldherr befindet sich weiter zurück in einem Hause mit geräumigen Schreibstuben, wo Draht- und Funktelegraph, Fernsprech- und Signalapparat zur Hand sind, wo Scharen von Kraftwagen und Motorrädern für die weitesten Fahrten gerüstet der Befehle harren. Dort hat der moderne Alexander auf einer Karte das gesamte Schlachtfeld vor sich. Von dort telefoniert er zündende Worte und dort empfängt er die Meldungen der Armee und Korpsführer, der Fesselballone und der lenkbaren Luftschiffe, welche die ganze Linie entlang die Bewegungen des Feindes beobachten. Die moderne Heeresleitung wurde also zu einer Schaltzentrale. Mit Hilfe nachrichtentechnischer Geräte versuchte die Heeresführung, die Soldaten in den Schützengräben zu verschalten.
Nachrichtentrupps bauten Telegraphenlinien. Telefonkabel wurden verlegt. Nach und nach wurden so die verschiedenen Frontabschnitte miteinander verschaltet. Wenn man sich schon nicht sehen konnte, so konnte man doch auf diese Weise miteinander sprechen, konnte man Informationen austauschen. In den Hauptquartieren der Heeresleitung liefen alle Nachrichten zusammen. Die Meldungen der Soldaten aus den Schützengräben erlaubten es den Generälen, sich ein ungefähres Bild von den Gegebenheiten an der Front machen zu können. Und umgekehrt gaben die befehlenden Generäle ihre Anweisungen über Telefon, drahtlosen Funk oder durch motorisierte Kuriere weiter. Im Verlauf des Ersten Weltkrieges wurden die Nachrichtentruppen der Reichswehr um das 30-fache auf über 200.000 Mann verstärkt. Sie arbeiteten bald nicht nur mit Telefonen, sondern auch mit drahtlosem Sprechfunk. Die Firmen Siemens und AEG hatten dieses nachrichtentechnische Gerät entwickelt, das mit Hilfe einer Verstärkerröhre die menschliche Stimme übertrug. Da die militärische Aufklärung am Boden nicht weiterkam, wurde die Luftaufklärung weiterentwickelt. Modernste Fotogeräte wurden in Fesselballons installiert. Aus der Luft wurden die Stellungen des Feindes ausgekundschaftet, beobachtet und fotografiert. Der Blick von oben, der den unsichtbaren Feind wieder sichtbar machte, wurde zur wichtigen Informationsquelle für die Generäle. Aus Luftbildern ließen sich Gesamtansichten der feindlichen Stellungen zusammensetzen. Gleichzeitig wurde der Luftraum zu einem neuen Kriegsraum. Die Eroberung der Luft war durch die Erfindung des Flugzeuges möglich geworden. Erstmals wurden nun aus der Luft feindliche Stellungen angegriffen. Erstmals fanden Luftkämpfe um die Beherrschung des Luftraumes statt. Erstmals war es mit Flugzeugen auch möglich, weite Entfernungen und unwegsames Gelände schnell zu überwinden. Der Kontakt zwischen entfernt liegenden Truppenteilen konnte somit leicht hergestellt werden. Und aus der Luft wurden mit Hilfe von Zeppelinen Marineverbände in ihre Einsatzgebiete gelenkt. Doch nicht nur den Himmel entdeckte man als neuen Kriegsraum, sondern auch die Welt unter Wasser. Die immer weiter perfektionierte Unterseebootwaffe mit ihren Torpedos galt als Wunderwaffe. Mit Hochdruck wurde in den Werften an ihrem Ausbau gearbeitet. Seit 1915 waren U-Boote vermehrt im Einsatz, um Kriegshäfen zu blockieren und um gegnerischen Nachschub zu unterbinden. U-Boot-Angriffe wurden auch gegen feindliche Kriegs- und Handelsschiffe geführt. Unsichtbar für den Gegner konnten U-Boote aus der Tiefe des Wassers Schiffe versenken. Aber U-Boot-Torpedos versenkten auch neutrale Passagierschiffe. Modernste Vernichtungswaffen und modernste Technik begannen den Krieg zu Wasser, in der Luft und auf dem Lande zu bestimmen. Eine gewichtige Rolle kam hierbei auch der zunehmenden Motorisierung des Heeres zu, wodurch die Verbände schneller und weiträumiger operieren konnten. Mit Motoren wurden Schleppmaschinen und Motorräder zu wichtigem Kriegsmaterial. Eigens motorisierte Verbände wurden aufgestellt. Motoren waren es auch, die die neueste Erfindung im Bodenkampf, den Panzer, antrieben. Insbesondere die englische Version der Tank wurde zu einer schlagkräftigen und gefürchteten Waffe.
Die Motorisierung und die Maschinisierung des Krieges waren zu einem wesentlichen Bestandteil der Ermattungsstrategie geworden. Neue Kriegsräume werden geschaffen, um die Stagnation des Grabenkrieges zu überwinden. Flugzeug und Unterseeboot werden zu neuen, gewichtigen Waffen. Dasselbe lässt sich auch von der Nachrichtentechnik sagen. Das Nachrichtenverbindungswesen wird zu einem der wichtigsten Bereiche des Heeres. Um sich überhaupt ein Bild vom unsichtbaren Feind machen zu können, müssen von überall her Informationen gesammelt werden. Ohne Nachrichten sind die Generäle in den Hauptquartieren machtlos. Entsprechend müssen Ingenieure und Wissenschaftler immer besseres nachrichtentechnisches Gerät entwickeln. Die Erfordernisse des Krieges sind zugleich Forschungsauftrag für Wissenschaft und Technik. Der Krieg selbst wird so zum Motor wissenschaftlichen Fortschritts und technischer Innovationen. Die Maschinisierung des Krieges machte auch vor der Zivilbevölkerung nicht Halt. Alle Kräfte mussten für die Kriegsmaschine zur Verfügung stehen, auch die Zivilen. Und so entwickelte sich der Erste Weltkrieg zu einem totalen Krieg. Das heißt, zu einem Krieg, der nichts und niemanden verschonte. Ein erster Schritt auf dem Weg zur Mobilmachung der zivilen Bevölkerung war das Hilfsdienstgesetz vom 5. Dezember 1916. Es besagt: Jeder männliche Deutsche vom vollendeten 17. bis zum vollendeten 60. Lebensjahre ist, soweit er nicht zum Dienste in der bewaffneten Macht einberufen ist, zum vaterländischen Hilfsdienst während des Krieges verpflichtet. So entstand neben der militärischen Front eine zivile Front, die sogenannte Heimatfront. Hier wurden die Menschen in all den Bereichen zum Einsatz verpflichtet, die im Besonderen für die Herstellung von Kriegsgütern Bedeutung hatten. Doch die Materialschlacht forderte auch diese Männer. Je mehr Soldaten an der Front fielen, desto mehr mussten Arbeiter aus den Fabriken an die Front beordert werden. Deshalb wurden auch Frauen und Kinder für den Arbeitseinsatz in Fabriken mobilisiert. Sie ersetzten die fehlenden Männer und arbeiteten in der Rüstungsindustrie. An Drehbänken, in Montagehallen. Eine Textilarbeiterin, die 1918 14 Jahre alt war, erinnert sich an die Arbeit in solch einer Fabrik. Im Saal 2 ist Kriegsdienst gemacht worden. Ich war vielleicht 14¼ Jahre alt gewesen, als ich in diesen Betrieb gekommen bin, um Granaten zu machen. Wenn Sie sich das vorstellen, rohe Granaten, ganz rohe Granaten mussten wir abschruppen. Und da haben wir geschafft von abends 6:30 bis morgens 6:30. Um die sich leerende Staatskasse aufzufüllen, ließ sich der Staat in großem Umfang Geld von seinen Bürgern. Kriegsanleihe nannte man das. Ein Großteil der Bevölkerung beteiligte sich außerdem an staatlichen Sammlungen von Kleidern, Schmuck und Altmetall. Beträchtliche Mengen von Gold- und Silberschmuck flossen auf diese Weise in die Rüstungsindustrie. Der Krieg war erstmals nicht mehr allein die Angelegenheit von Militärs. Der Krieg war zu einer Angelegenheit der gesamten Nation geworden. Der Krieg verschlang unermessliche Güter und Werte. Die Folge war, dass in der Heimat die Lebensmittel knapp wurden. Lebensmittelkarten wurden ausgegeben, die dem Einzelnen eine genau bemessene Ration an lebenswichtigen Nahrungsmitteln zumaßen. An der Front hatte sich inzwischen die Lage verändert. Die Gegner Deutschlands verfügten über weit größere Ressourcen an Material und Menschen als das Deutsche Reich
Und einzig das zählte in diesem Krieg. Angesichts der drohenden Niederlage forderte Walter Rathenau am 2. Oktober 1918 in einem Zeitungsartikel die Nation zu einer Levée en masse, zum totalen Krieg auf. Er schreibt: Die nationale Verteidigung, die Erhebung des Volkes muss eingeleitet, ein Verteidigungsamt errichtet werden. Beides tritt nur dann in Kraft, wenn die Not es fordert, wenn man uns zurückstößt. Doch darf kein Tag verloren gehen. Rathenaus Appell blieb wirkungslos. Zu einer Volkserhebung kam es nicht mehr. Die militärische Niederlage des Deutschen Reiches war besiegelt. Am 9.11.1918 gab Kaiser Wilhelm II. Seinen Verzicht auf den Thron bekannt und flüchtete nach Belgien ins Exil. Am selben Tag rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik aus. Nach dem Waffenstillstandsangebot der deutschen Regierung wurde am 11. November 1918 der Erste Weltkrieg beendet. Als Fazit können wir festhalten: Im Ersten Weltkrieg kommt eine Idee zum Durchbruch, deren Ursprung in die Zeit der Französischen Revolution zurückreicht. Die Idee der Mobilmachung aller wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kräfte, wie sie 1793 von Lazare Carnot als Levée en masse konzipiert wurde, war Anfang des 20. Jahrhunderts Wirklichkeit geworden. Ideologisch wird Krieg als Überlebenskampf des Volkskörpers Nation verstanden. Deshalb werden zu Kriegszeiten Wirtschaft, Wissenschaft und Technik moderner Industrienationen zu Teilen einer einzigen Kriegsmaschine umstrukturiert, die die Vernichtung des Gegners zum Ziel hat. Deshalb fällt im Verlauf des Krieges die Trennung zwischen militärischer Front und ziviler Heimat. Alle Bürger, ob alt oder jung, ob Frau oder Kind, sind Teile dieser Kriegsmaschine im Überlebenskampf der Nation. Mit der Maschinisierung des Krieges veränderte sich auch das Wesen des Krieges. Er wurde zusehends zu einem Krieg der Technik. Am Ende des Krieges war klar, dass in zukünftigen Kriegen die technologische Überlegenheit ein wesentlicher Faktor sein würde. Deshalb wurde seit den 20er Jahren in Forschung und Wissenschaft die Entwicklung von nachrichtentechnischem Gerät, von Flugzeugen, Unterseebooten und Panzern forciert. Das Ziel der militärtechnologischen Überlegenheit wurde zur Antriebskraft für das Wett- und Aufrüsten der Nationen im 20. Jahrhundert.